Wird die Rente mit 63 jetzt wirklich schon abgeschafft? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie haben wahrscheinlich mein Video vom 29. Mai 2023 sich schon mal angeschaut. Herzlichen Dank übrigens auch. Ich bin wirklich überwältigt von der Masse der Kommentare, die zum Teil sehr, sehr positiv waren, aber auch kritisch. Aber das Thema hat eine solche Brisanz am 29. Mai 2023 erhalten, weil der Fraktionsvize der Union, Jens Spahn, genau an diesem Feiertag, an diesem wichtigen Feiertag, verkündet hat, dass er die Rente mit 63 sofort abschaffen will. Ich habe dazu auch Mails bekommen, die mich gefragt haben, wie ist denn das jetzt wirklich, wird die Rente mit 63 jetzt wirklich abgeschafft? Nein, meine Damen und Herren. Aktuell liegt uns dort keinerlei Informationen vor, dass die Altersrente für langjährig Versicherte, das wäre zum Beispiel eine Rente mit 63, dann mit Abschlägen und 35 Jahren Wartezeit abgeschafft wird, oder aber die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, das ist die Altersrente, wo man 45 Jahre Wartezeit nachweisen muss, abgeschafft wird. Also die derzeitige Bundesregierung wird diese Altersrenten nicht abschaffen. Da gibt es überhaupt gar kein Gesetzgebungsverfahren. Jens Spahn hat hier eine Lawine losgetreten und das auch im Bewusstsein, dass ihm klar war, dass hier die Menschen sich darüber sehr, sehr aufregen werden und dass auch widerstreitende Parteien wie die Grünen, die Linken und die Gewerkschaften hier mit der Faust auf den Tisch klopfen und sagen, so geht's nicht, mein lieber Freund Jens Spahn. Meine Damen und Herren, ich kann es nur noch mal sagen, lassen Sie sich bitte nicht von solchen Äußerungen, wie das Jens Spahn gemacht hat, verrückt machen. Die Rente mit 63 steht aktuell nicht zur Disposition. Aber, und das kann ich Ihnen nicht versprechen, ich weiß nicht, was passiert, wenn die CDU nach der nächsten Bundestagswahl dann tatsächlich die Kanzlerschaft übernimmt, ob dann nicht Merz, Linnemann und Spahn und Co. tatsächlich die Axt an die Rente mit 63 legen wollen. Das wissen wir nicht. Wenn ich alles das, was ich jetzt in der jüngsten Vergangenheit in Beiträgen gelesen habe, wo ich auch schon entsprechende Videos dazu gedreht habe, wenn ich das so kommentieren darf, dann kann ich nur vermuten, dass die CDU tatsächlich hier die Rente mit 63 abschaffen will. Die CDU nimmt natürlich aus meiner Sicht eine fatale Entwicklung, denn sie geht hier an wohlerworbene Rechte der Leistungsträger unserer Gesellschaft ran. Und die Leistungsträger unserer Gesellschaft, das sind Sie, meine Damen und Herren. Sie, die als Krankenschwester jeden Tag ins Krankenhaus geht. Sie, die als Pflegerinnen und Pfleger jeden Tag in die Pflegeheime geht und die Leute pflegt. Sie, die auf dem Bau arbeiten. Sie, die als Busfahrer unterwegs sind. Sie, die im Schreibbüro der öffentlichen Dienste sich jeden Tag beleidigen lassen müssen von irgendwelchen Leuten, Sie sind unsere Leistungsträger. Und die CDU will gegen Sie hier opponieren und will Ihnen Ihre wohlerworbenen Rechte wegnehmen. Und deshalb, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen nur sagen, Sie sollten wirklich aufpassen und auch entscheiden, wo Sie bei der nächsten kommenden Bundestagswahl Ihr Kreuz auf dem Wahlzettel setzen. Ja, meine Damen und Herren, das war noch ein bisschen emotional, aber was soll's. Ich kann Ihnen jetzt zumindest erstmal ein bisschen Beruhigung und Hoffnung geben. In dieser Legislaturperiode wird die Rente mit 63 nicht abgeschafft werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf rentenbescheid24.de, Ihre Rentenspezialisten in Sachen Rente. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare, rentenstarke Restwoche, Ihr Rentenberater Peter Knöppel.